meine lieben YouTube-Freunde. Ich grüße euch. Lange habt ihr nichts von mir gehört. Viel ist bei mir passiert, unter anderem familiärer Trauerfall. Will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Deshalb bin ich einfach auch nicht dazu gekommen, mal wieder was zu machen. In der Zwischenzeit habe ich auch eine mobile Veränderung erlebt. Ich habe meinen Zwift eingetauscht gegen einen anderen Zwift mit ein bisschen mehr Bums. Und warum ich mich dafür entschieden habe und warum für mich einfach die Elektromobilität nicht in Frage kommt, das werde ich euch in diesem Video gerne erläutern. Viel Spaß! Ja, meine Lieben, den normalen Zwift mit 1,2 Liter Malthybrid 83 PS habe ich wieder in Zahlung gegeben. Mein eigentliches Sparwunder. Warum habe ich mich dazu entschlossen? Ganz einfach. Zum 1.7.2024 greift ja die neue EU-Regelung, wo zahlreiche Sicherheitskomponenten in den Fahrzeugen eingebaut sein müssen. Unter anderem eine sogenannte Blackbox, die also im Falle des Unfalls die ersten und letzten Sekunden des Unfalls mit aufzeichnen muss, um Unfälle besser rekonstruieren zu können. Das ist aber nicht alles. Alle Fahrzeuge, die ab dem genannten Datum auf den Markt kommen, neu auf den Markt kommen, dazu zählt auch der neue Zwift 2024. Den blende ich euch mal ganz kurz hier oben ein. Es gehört halt auch dazu, dass der Fahrer ständig überwacht wird, ob er auch nach vorne schaut oder abgelenkt ist. Dann gibt es Warnhinweise. Du wirst ständig per Piepton darauf hingewiesen, wenn du zu schnell fährst, auch wenn es nur 2 km/h sind. Also du hörst dann ständig ein leises Piep, Piep, Piep. Und das ist auf die Dauer ziemlich nervig. Das wollte ich nicht. Konnte ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe den neuen Zwift 2024er, den habe ich Probe gefahren und ich konnte mir das absolut nicht vorstellen, auf die Dauer mit sowas zurechtzukommen und habe mich deshalb umentschieden. Wir hatten bei uns halt noch diesen schönen Zwift Sport stehen, der hat jetzt halt einen 1,4 Liter Malthybrid, allerdings nicht mit 12 Volt Malthybrid-System, sondern 48 Volt Malthybrid-System. 129 PS, 1,4 Liter, wie gesagt, variable Ventilsteuerung, 16V Turbo. Ja, ich wollte halt, wenn, dann doch sowas in der gleichen Größe, aber mit ein bisschen mehr Kraftreserven einfach, wenn man zu dritt
unterwegs ist, also wir die ganze Familie unterwegs sind, dann merkt man halt doch, dass man mit 83 PS deutlich untermotorisiert ist. Und da wollte ich halt was mit ein bisschen mehr Leistungsreserven haben, deshalb habe ich mich für diesen entschieden. Nun, warum ist es kein Elektroauto geworden? Ich habe mehrere Wochen lang darüber recherchiert, wollte mich nicht diesen typischen Stammtischfloskeln, die so im Internet und in der Gesellschaft kursieren, die total gegen die E-Mobilität agieren, anschließen, wollte mich eigentlich selber schlau machen darüber. Und es hat halt, wie man ja nun jetzt sieht, das Ergebnis dazu geführt, dass ich mich dagegen entschieden habe. Aus folgenden Gründen. Einmal habe ich halt das Problem, dass bei mir zu Hause es so nahezu kaum Lademöglichkeiten gibt. Wir haben im Ort eine einfache Ladesäule mit zwei Lademöglichkeiten, die maximal 22 Kilowattstunden bringt. Wenn da zwei Autos laden, dann immer halt geteilt durch zwei, also kommen da maximal noch 11 Kilowattstunden raus. Man darf ja an diesen Ladesäulen meistens auch nicht mehr wie 4 Stunden stehen, dann greift eine Zusatzgebühr, die nicht ohne ist. Durch den Tarifdschungel steigt auch kein Mensch durch, weil jeder hat andere Preise. Überall, wo du hinkommst, hast du dann wieder eine andere Säule. Du weißt nicht, ob die Säule frei ist. Du weißt nicht, was es dort kostet. Die Bezahlmöglichkeiten sind zu undurchschaubar. Ich habe, wie gesagt, auch mal ein E-Auto Probe gefahren. Das war in meinem Fall ein ID.3 von Volkswagen. Ich fand das vom Fahren her nicht schlecht. Beschleunigung auch. Rasant ist man schon echt beeindruckt von. Auch diese Stille im Auto, dass man sich in normaler Lautstärke mal mit seiner Familie unterhalten kann und nicht die Stimme anheben muss. Aber wie gesagt, auch diese Fahrzeuge werden spätestens ab 2030 Steuern kosten. Die werden dann wahrscheinlich, wie es jetzt aussieht, berechnet nach dem Leergewicht des Fahrzeugs. Also umso schwerer die Karre ist, umso mehr Steuern bezahlst du auch. Dann halte ich die Dinger nicht wirklich für so umweltfreundlich, wie sie angehoben werden oder verbreitet werden teilweise, weil von dem Reifenabrieb, der natürlich bei den E-Autos viel höher sein muss, da sie ja ein höheres Leergewicht auf die Waage bringen, spricht nämlich kein Mensch. Gut, das kann man jetzt alles so daherziehen, kann man sagen, ja gut, wenn man Gründe sucht, dann findet man die auch. Das ist immer so. Irgendwas ist halt immer, und das war auch bei mir in der Suche der Fall. Ich habe nicht nur mir neue Fahrzeuge angeschaut, auch gebrauchte Fahrzeuge in der E-Mobilität. Man ist akkutechnisch eigentlich abgesichert. Da braucht man sich eigentlich nicht so viel Gedanken drüber machen. Selbst meine Kfz-Versicherung hätte in meinem Premium-Tarif, den ich ja immer wähle, den Akku mit abgesichert. Wobei da das Problem halt nicht da wäre. Man hat in der Regel ja von Herstellerseite schon 8 Jahre Garantie. Aber ja, irgendwas war halt wie gesagt immer. Ich habe mir Fahrzeuge angeschaut, die so auch in der ähnlichen Klasse waren. Kleinwagenklasse oder kompakt. Ein ID.3 ist mir zu teuer. Leasing ist mir zu gewagt. Weiß ich nicht. Da ist man ja halt gebunden. Wenn man ein Fahrzeug finanziert, kann man das immer noch irgendwann wieder ablösen oder eine Sondertilgung machen. Das kann man alles bei Leasing nicht. Wenn du ein Fahrzeug für 4 Jahre leasen tust, dann musst du es auch 4 Jahre fahren. Oder du musst halt jemanden finden, der den Leasingvertrag abnimmt. Das wollte ich auch nicht, war mir alles zu vage. Ja, und Reichweite, gut, das war das andere Ding. Da konnte ich mich einfach nicht damit identifizieren, dass man mit einem Elektroauto ja im Winter immer so ungefähr 100 Kilometer Reichweite verliert. Und das passte dann halt nicht in meinem Profil. Und damit fängt es ja eigentlich schon an. Man muss halt immer erst mal gucken, wie ist mein Fahrprofil. Das muss man genau ausklimatisieren. Aber was mich dann letztendlich abgeschreckt hat, war einfach das Risiko, weil wenn du das Auto dann hast, dann hast du es auch. Und dann gibt es halt keinen Weg zurück mehr. Und deswegen habe ich das gelassen. Das war mir einfach noch zu heiß, das Thema, zu unausgewogen. Und ich denke, wir sind noch lange nicht so weit hier. Und deswegen habe ich mich jetzt halt nochmal für einen Verbrenner entschieden, weil es einfach besser zu mir passt. Das waren so meine Gründe. Und ich wollte jetzt einfach ein Auto haben mit mehr Leistungsreserven. Einfach nochmal Spaß haben, weil man bleibt ja auch nicht ewig jung. Man wird ja auch älter. Und von daher wollte ich mir den Spaß nicht nehmen lassen. In diesem Sinne, bleibt gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.